Hallo zusammen, herzlich willkommen in der Bastelgarage. Heute wollen wir mal versuchen, ich zeige es euch mal hier oben, eine Laterne zu bauen. Was man dafür braucht, ist so ein Glas. Das habe ich mir unten bei einem, oh, so noch die Rechnung drin, 3 Euro in einem sogenannten Billigmarkt gekauft. Des Weiteren habe ich mir 2 von diesen Leisten geholt. 18 mm dick, 80 mm breit und 2,50 m lang. Mehr brauchen wir eigentlich nicht dazu. Vielleicht zum Schluss noch ein bisschen Farbe. Und jetzt geht's los. Das, was wir brauchen, sind halt die Seitenstücke, die sollen 50 cm hoch sein. Ich zeichne das Ganze jetzt mal hier an. Und das schneiden wir uns dann an der Kreissäge zurecht. Man kann natürlich auch eine solche Gärungssäge benutzen oder jede andere Säge. Viel Spaß! Ich schneide das Ganze jetzt an der Kappsäge, weil das eigentlich am schnellsten geht. Okay, 8 Hölzer sind zusammengeschnitten. Das sind die Eckteile. Die werden jetzt hier über Eck miteinander verschraubt. Für die Tischbohrmaschine habe ich mir eine Vorlage gebaut, um exakt Löcher bohren zu können. Vorgestellt habe ich mir diese beiden Bretter über Eck zusammenzuschrauben. Dafür brauche ich dann natürlich hier Löcher. Mit meiner Vorlage kann man das natürlich prima anlegen. Ich messe die ganze Geschichte aus, wo ich die Löcher hinhaben möchte. Ich fange hier mal bei 20, 35 und 45 cm an. Und dann würde ich sagen, bohren wir mal los. Löcher sind gebohrt, die müssen jetzt nur noch gesenkt werden. Jetzt machen wir das Ganze zusammen, schrauben wir mal vorsichtig zusammen, damit das auch ein bisschen hält. Klemmen wir das mit einer Schraubzwinge zusammen. So. Zusammenbauen. Ja, so sieht das doch schon ganz nett aus. Jetzt müssen wir unten noch einen Boden reinbringen, auf dem das Glas steht, und einen Rand, damit das Ganze fest ist. Dann sehen wir mal weiter. Dafür schneiden wir uns jetzt eine Grundplatte von 22 mal 22 cm und schneiden das Ganze jetzt gleich an der Kreissäge zurecht.
So soll das Ganze jetzt aussehen mit eingelegtem Boden. Der ist natürlich noch nicht verschraubt, das machen wir jetzt gleich. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich das Ganze 5 cm vom Boden weg mache. Dann steht das ganze Teil auch stabil auf dem Boden. Nun bohren wir die Seitenteile mit dem Boden fest, bohren das Ganze wieder vor. Senken die Löcher wieder. Und verschrauben das Ganze. Das, was fehlt, ist am oberen Rand die Verbindung. Dafür nehmen wir das Reststück von der 2,50 Meter langen Ecke und messen einfach. Das obere Teil wird jetzt festgemacht. Ich habe jetzt hier gemessen, dass wir die Ecke, dass das genau stimmt. Und hier kann man auch sehen, warum wir unten das Maß genommen haben. Hier geht nämlich das ganze Spiel etwas auseinander. Wir klemmen das Ganze wieder fest, damit es nicht verrutschen kann. Achten wir vorne auf eine gleichmäßige Kante. So, und schon können wir bohren. Einmal umdrehen. Und hier machen wir es genauso. Hier wieder der Überstand, den wir jetzt mit dieser Schraubzwinge und dem Festschrauben ausnivellieren können. So. Weiter geht's mit den Reststücken. Die werden jetzt auch festgeklemmt. Sie stehen nicht ganz über. Das habe ich absichtlich so gemacht, damit das etwas schön aussieht. Und wieder bohren, sinken und verschrauben. Wir schleifen das Ganze jetzt noch ein bisschen. So, geschliffen ist das ganze Teil. Jetzt wird es noch weiß gestrichen. Was ich hier habe, ist ein Isoliergrund. Und zwar haben die Hölzer, ich zeige das gleich mal, ich versuche sie oben rechts hinzukriegen, sonst links, die Astlöcher, die blühen aus. Das heißt, es gibt Grenze. Darum immer einen Lack benutzen, also egal ob wasserlöslich oder lösemittelhaltig, aber halt einen Lack, damit das keine Verfärbungen im Holz gibt. Wichtig ist, die Füße von unten drunter zu streichen, um ein Aufquellen des Holzes zu verhindern. So sieht das Ganze fertig aus. Ich werde es euch nochmal in Einzelbildern zeigen und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Freut euch auf das nächste Video. Also im Abschluss werde ich noch ein paar Bilder zeigen. Ich werde mal versuchen, das Ganze auf meiner Terrasse abends zu filmen. Ich hoffe, es geht. Ansonsten, wir sehen uns wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann. Gruß, eure Bastelgarage.